Chapter 2 ist auch mies geil, aber besser fürs Ende. Boah. Nehme ich noch mit. So, da geht's ins Kinderzimmer. Die zwei lasse ich mal hier stehen, nur für alle Fälle. Aber es ist der Panda-Bär hier, ne? Da rein. Rechte Hand. Fallen lassen. Kacke. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt eine Glühbirne, eine Pille, noch zwei Feuerzeuge auf Reserve. Wait. Okay, das ist nur ein bisschen broken. Oh mein Gott. Nee, das Umkleidezimmer, wo du gerade vorstandest. Also nicht hier, sondern hier rein. Diese Blume erschreckt mich jedes Mal so ein bisschen. Also quasi hier rein. Das da, das ist ja, glaube ich, dasselbe dann, oder? Ich denke mal, dass das beides hier dasselbe starten würde. Ja, dann. Paddy, oder? Der Teddybär. Der Panda. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Alter, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich werde es jetzt starten. Okay. Das ist das Richtige. Nö, ist es nett? Okay. Aber das ist ja der Sinn. Hä? Also ist es jetzt Chapter 1? Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt werde ich selber crazy. Ach so. Aber das ist schon das Richtige. Keine gute Idee. Oh, Licht. Licht, Licht, Licht. Wir werden jetzt starten. Panda-Bild. Oh, ich will das nicht. Ich will es nicht. Geht's jetzt um unser Kind? Lucys Kapitel. Ein heimtückischer Freund. Alter. Könntest du jetzt bitte das Licht anlassen? Ich muss gegenklopfen auf der anderen Seite. Aber wenn das so ein Riesenmonster ist... Sie knock-knockt und das große böse Monster knock-knockt auch. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Mm-mm. Ich glaube nicht, dass ich das heute weiterspielen kann. Was ist denn jetzt los? Ach Quatsch, rein da. Neue Theorie, sind wir im Fegefeuer?
Freaky Wills erraten. Ich fühle mich hier sicher. Ein kleines Kind zeichnet ein Bild an die Wand, an dem sie gegen die Wand klopft und ein gigantisches Monster mit Krallenhänden zurückklopft. Wir klopfen an die Wand. Es klopft zurück. Wir gehen um die Ecke, gucken nach, nachdem es einfach richtig gegen die Wand gescheppert hat. Da liegt ein Teddybär und eine Schmiererei an der Wand. Und jetzt stehe ich im Badezimmer und ich glaube, ich nehme eine von diesen Pillen. Achso, Feuerzeug aus. Oh Gott, ich verbrauche die ganze Zeit Sprit hier, weißt du schon. Bin ich wirklich so hässlich? Warte mal, greifen. Das können wir öffnen. Was haben wir denn hier? Eine leere Packung Pillen? Nee, sonst nix. Schade. Das heißt, also nur mal so zu in die Runde gefragt. Muss auch keine Antwort kommen, aber kann es sein, dass wir gerade mit dem leichtesten und wenig gruseligsten Kapitel angefangen haben? Möglicherweise. Wieso flackert denn die Lampe da? Ich will nicht. Ja? Absolut. Wie geil. Nice. Ich will das nicht. Also wirklich jetzt ohne Scheiß, ich will das nicht. Ich. Oh mein Gott. Sau. Oh. Kurz Pause, einmal kurz durchatmen. Ah, wow. Mist, dann muss ich noch länger wach bleiben. 2 ist angeblich schlimmer als 1, daher soll ich zuerst 1 machen. Oh, du willst es live erleben. Ich glaube, das ist es auch wert, dass man sich das dann später auf YouTube nochmal gönnt. Oh. Also ich weiß nicht, ob wir das heute durchspielen. Ich glaube, das kriege ich psychisch auch nicht hin. Das Spiel wird gespeichert. Ich habe keine Kerzen dabei. Luck. Warum sollte ich hierher gehen? Warum hat er hier gespeichert? F5. Er speichert. Okay, es geht noch. Wir können jetzt speichern. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Ich habe gerade oben was scheppern hören. Masterbank 2 oder beide? Bzw. alle 3 oder noch? Zeitlich auch nicht. Die dauern alle so lang. Aber wenn die alle so lang gehen, jeden Abend eins. Also wir probieren jetzt auf jeden Fall, wir müssen schon noch kurz hier reingucken, auf jeden Fall. Also einfach aufhören geht jetzt nicht. Was soll jetzt die Tür offen? Willst du uns das hier nochmal? Sekunde. Kann ich doch hier bestimmt. Das ist die Frage, weil wir sammeln ja immer. Ja, oder? Tatsächlich, der Comic wird immer vollständiger. Die fehlenden Seiten, die rausgerissen. Alter. Es ist halt noch nicht mal vorbei, selbst wenn wir dieses Game hier aus irgendeinem Grund, was weiß ich, warum wir das abschließen sollten, wenn wir das wirklich durchhaben, dann kommt halt noch mehr. Ich habe Madison gekauft. Ich habe noch Madison im Warenkorb gehabt. Und Mercury Assistant.
Und Madison soll ja angeblich quasi wie Visage sein. Oh mein Gott. Perfekt. Ich fühle mich so unwohl gerade, ne? Ich fühle mich gar nicht gut. Ich fühle mich richtig scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Sollen wir einfach mal runtergehen? Machst du bitte meinen Safe-Spot nicht zu? Das ist mein Lieblingsspot. Ich weiß auch nicht, wann ich hier so eine Pille nehmen soll. Like, hat sich das jetzt schon aufgebaut? Weil eigentlich ist es ja wieder weg, ne? Wir haben ja kein Gehirn unten links. Alter. Wenn was Koop geht, bin ich voll dabei. Können wir gerne machen, Silent. Hätte ich schon auch einige gefunden gehabt. Boah, aber bei Horror, normalerweise mache ich so Koop-Zeug immer mit Zytex, aber bei Horror hat er ja gemeint, eher nicht. Kann ich gerne spielen, war seine Antwort. Ja klar, keine Sorge, wir begleiten dich durch die Reise. Oh. Ich gucke jetzt kurz nochmal in die Anleitung. Tabletten. Nee, warte. Verstand. Okay, das heißt, solange wir unten links nichts haben, ist es gut, ne? Ach, das kann man lernen, irgendwann geht das. Man gewöhnt sich dran. Ah. Ah. Ich fühle mich wohl, wenn es dunkel ist. Nein. Oh, das ist doch kacke, Mann. Ich tue mal ganz kurz die Pillen weg. Achso, die kann ich einfach mal droppen, ne? Wo habe ich denn die jetzt her? So, jetzt haben wir hier schon zwei Lämpchen. Jumpscares sind immer lustig, findest du? Lustig. Das ist doch die größte Kacke, Mann. Wo ist das? Das ist unten im Keller, oder? Das ist der Raum mit der Kühltruhe, oder? Kann es sein? Jumpscares nehmen dich auch immer hops. Das ist der Raum mit der Kühltruhe, wo die steht. Die ist noch da. Ich kann ihn nicht ausschalten. Ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn es irgendwie so ein Bild von der Tür hier wäre und die steht hinter mir. Wenn ich umdrehe, ist da niemand. Das ist im Keller, ne? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, warte. Doch, ja. Weil hier hinter, quasi hinter der Kameraposition sind ja die Spielzeuge in einem Eck. Da ist die Vase, die wir mal angefasst haben und hochgehoben und so. Hier ist der Fernseher, die Lampe im Eck. Das Grammophon. Wir sollen jetzt nicht wirklich in den Keller gehen, oder? Die Passe mit, ich mach mir jetzt einen Kakao. Ist doch kacke. Oh, ich dachte, da sitzt was. Das ist doch so kacke. Der Becher ist leer, wie schade. Jetzt kann ich mir doch. Vielleicht gibt's ein Achievement für. Greif. Hallo. Ich kann den Kühlschrank nicht öffnen jetzt. Wenn es um das Kind geht, war es irgendwie klar, dass du es in den Spielzeugen musst. Du hast Milch gefunden. Lecker. Ja. Geil. Vielleicht noch ein bisschen Whisky dazu. Okay, das war ja das Primärziel. Ja, die Alte kann gerne im Keller spielen. Ich hol die dann später. Ja, wir machen hier vielleicht mal... besser zu. Ich kann hier öffnen. So. Jetzt kann ich doch bestimmt hergehen. Und Kakaopulver.
Okay. Als ob das wirklich funktioniert. Jetzt die Milch. Die irgendwie, glaube ich, eklig aussieht. Egal. Rein damit. Bin klumpig. Lass wenigstens was zu kauen. Schön. Oh. Nice. Jetzt in die Mikrowelle. Okay. Wir haben hier gerade einen Kakao. Den brauche ich jetzt nach dem Schock. So. Ich glaube, die Mikrowelle ist durch. Habe ich gerade irgendwas getriggert? Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? War das schlecht? Der Becher ist weg. Soll ich mir jetzt einen neuen Becher rein? Ich hab ja noch einen hier, ne? So, hier. Fallen lassen. Halt, das war zu. So. Untersuchen. Der ist unten beschmiert, auch wieder mit dem Schleim. Was steht da drauf? Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal, dass das die gute Position ist. Weil man nicht. Ja, was hat denn das jetzt gebracht, dass ich mir so einen Kakao gemacht habe? Lol. Hä? Es hat halt auch kein Achievement gegeben oder so. Imagine neues Secret Chapter Kakao. Hast du eigentlich keine Hände? Was ist da eigentlich los? Das Spiel kann man in VR spielen, deswegen wahrscheinlich. Das Game kann man in VR zocken, soweit ich das verstanden habe. Wenn man so richtig abgeschlossen hat mit seinem Leben, kann man das gerne machen. Ja, was ist jetzt mit meinem Kakao? Wieso ist der jetzt weg? Was soll das? Das finde ich jetzt aber echt unlustig. Also morgen Chapter 2 in VR, wenn du die Brille sponserst, gerne. Ja, ohne Scheiß, was ist der Kakao? Ich hab den jetzt nicht umsonst gemacht. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Hier ist er auch nicht drin. Kann ich mir jetzt irgendwas rausnehmen? Irgendwie? Nee. Vielleicht sehen wir das später. Erstmal einen Kakao gemacht. So. Ich kann die nicht wirklich öffnen, oder? Crunchies. Nichts. Oh. Der ist er, okay. Teller. Guck mal, ein bisschen Ketchup. Das bringe ich der Kleinen unten und dann ist die happy, oder? Alle Kinder mögen Ketchup. Ey, da liegt was am Boden. Eine Comic-Seite. Die chillt da immer noch. Das habe ich ja vorher ganz übersehen. Den Comic schauen wir uns, wenn er vollständig ist, einmal komplett durch. So. Die chillt da noch. Oh, ich krieg echt Bauchschmerzen davon. Das ist jetzt kein Scherz. Es macht mich so fertig. Vielleicht ist der Kakao jetzt irgendwo anders im Haus. Der macht einfach ein Horror-Game zu einem Family-Friendly Kochsimulator. In dem Büro oder im Kinderzimmer. Ich meine, ich gehe safe jetzt nicht in den Keller. Wir können gerne mal hochgucken, ob der da jetzt steht. Die Lampe könnten wir mal mitnehmen, ne? Aufheben. Packe ich mir die mal noch ins Inventar. Büro meintest du. Nee, hier haben wir keinen Kakao leider. Ich fühle mich echt super. Na, 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 hier ist eine Comic-Seite. Yay. Nice. Die Nachbarn, Meisterprüfung. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, will ich kurz gucken, was das war. Sekunde. Team Overlay.
Finde alle Seiten von den Nachbarn. Wir haben tatsächlich den ganzen Comic gefunden anscheinend. Krass. Das ist ja nicht schlecht. So. Nein, das ist die falsche Taste. Die war ja so schwarz. Hier ist kein Kakao. Muss ich dich enttäuschen? Leider nicht. Leider nicht. Oh, das ist alt. Das ist ekelhaft auf dem Dach. Irgendwas ist da oben. Oder bei den Puppen. Da ist doch so eine verschwunden, wenn man Puppe eingesammelt hat. Ja, stimmt. Das könnte sein. Wo war denn das? Das war hier hinten. Licht aus. Wir müssen sparen. Hier ist gerade Licht angegangen. Chill mal bitte. Nee. Hier ist jetzt der Comic. Nee. Hier ist kein Kakao. I mean, wir haben ja noch genug Zeit, ne? Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt hier... Ja, die letzten 10 Minuten oder so. Das ist bestimmt eine richtig beschissene Idee, hier noch eine Glühbirne zu lagern. Ich sehe schon, am Ende sind die ganzen Sachen, die ich hier reinlege, alle weg. Das ist wichtig. Wo ist der Kakao? Vielleicht hat das kleine Mädchen sich den im Keller geschnappt. Vielleicht gucken wir doch einfach mal nach. Einen Ort kann ich mir noch vorstellen, da gucken wir schnell. Es könnte doch sein, dass der hinten in dem Jesusraum hier ist. In dem Sammelzimmer. Alter. Hallo? Wie kann ich Ihnen helfen? Take your body, and then she'll take your mind. Dwayne. Oh, Dwayne. The years just pile on, don't they? Time is a funny little bitch. Tick-tock. Time just keeps on taking. But me, I've wasted enough time in this house. It's time I get out there and live. Speaking of, what all are you up to? Maybe I'll stop by later. Frank's a little busy, and I could use the company. Hallo. Hallo. Ich glaube, Omi geht's nicht gut. Alles klar. Gut. Ist hier Kakao? Einen Augapfel hätten wir hier im Angebot, aber kein Kakao. Ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal weiter, vielleicht taucht er auf. Im Notfall kann man ja irgendwann mal, also wirklich als Notlösung mal googeln, was damit ist, aber... Oh, wo kommst du denn her? Ja! Okay. Jetzt geht's in den Keller. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Sachen tatsächlich neu spawnen. Dass man ein Feuerzeug oder so finden kann. Würde mich zumindest freuen, wenn es so wäre. Boah, dieses Geschepper überall. Das ist ja so kacke, Mann. Ich nehme die Haupttreppe nach unten. Steht die da noch? Ja, natürlich. Irgendwas muss der Kakao doch gebracht haben. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Das ist doch so... Oh. Gefunden, VHS-Kassette. Indifference. Sollen wir die einfach mal... Dwaynes Erinnerung. Errungenschaft freigeschaltet. I mean... Ich könnte jetzt natürlich die Kassette abspielen. Aber wir wollen alle wissen, wie es der Kleinen geht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal runter. Die läuft uns ja nicht weg.
Wie hieß die? Sarah? Lucy? Lucy? Lucy. Lucy, Schätzchen. Findest du deinen Inhalator nicht? Nuki? Brauchst du deinen Inhalator? Wird gespeichert? Wie? Was war das? Was sind... Da ist irgendwas an der Wand. Ein Bild von einem Mädchen. Aufheben. Ich habe jetzt eine Kamera. Oh! Ich kann Bilder machen. Das Mädchen hat eine Spritze und die hat ein Auge. Du haust doch jetzt bitte aber so ab. Lucy? Lucy, mit sowas spielen wir hier im Haus aber nicht. Lucy? Lucy? Stopp. Ja, besser ist es. Lass es fallen. Ja. Jetzt ganz brav zurück hier in deine Höhle. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott! Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Tür zu! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Alter. Aber jetzt haben wir ja eine Kamera. Ist sie unendlich? Oh nein, nicht schon wieder. Ich bin so dumm. Jetzt wirst du endlich mal interessanter. Ich weiß, was du mit dem Kakao machen musst. Hast du es sogar fast geschafft gehabt. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt nicht irgendwie so... Hilfe ist immer gern gesehen, solange es halt nicht irgendwie übertrieben spoily ist. Was mache ich denn jetzt? Mir läuft ein kleines Kind hinterher. Oh, nein. Verpiss dich. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Ich will doch nur diese scheiß Spritze aufsammeln, damit sich meine Kleine nicht verletzt. Wir haben hier eine Spritze. Mit nicht wirklich viel, ne? So. Keine Ahnung. Ein bisschen glitchy. Ah, sehr gut. Und jetzt? Was soll ich denn mit der Kleinen machen? Was soll ich tun? Ins Licht gehen? Ich warte jetzt hier. Sie kommt nicht ins Licht. Sie kann nicht ins Licht gehen. Also müsste ja eigentlich der Blitz doch auch das Leben versauen, oder nicht? Oh, das wird doch jetzt richtig kacke werden.